Hallo, ich bin der Robin, Erfinder von Sipobe. Und das jetzige Element, das wir durchführen, ist sehr wahrscheinlich das bekannteste. Oder wenn man Balance quasi über Balance spricht, dann werden es wahrscheinlich alle das Gleiche denken, draufstehen und balancieren. Ich werde euch hier jetzt ein paar Tools reinbringen, die vielleicht auch ein bisschen neu ist und auch von den Informationen her. Was wir brauchen, ist das Board, die Rolle und ganz wichtig zu Beginn, dass ihr die Gummis drauf nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann zusätzlich müsst ihr ein Band oder einen festen Gegenstand, den ihr euch quasi festhalten könnt. Das ist ganz wichtig zu Beginn, dass ihr das nicht irgendwo frei durchführt. Und starten tun wir mit den Schuhen. Das ist reine Sicherheit, bis ihr mal ein bisschen das Gefühl habt von der Balance. Besonderheit jetzt eben das Balancieren auf der Rolle ist, dass wir ein symmetrisches Training haben. Das bedeutet, dass beide Seiten gleichmäßig belastet werden und entsprechend auch die ganze neuromuskuläre Koordination gekräftigt wird. Da ist jetzt besonders jetzt die Unterextremitäten von der Hüfte weg, aber auch die ganze Rumpfmuskulatur. Also die wird unwillkürlich aktiviert. Der Start ist ganz wichtig, dass das Board nicht in dieser Position ist, das sieht man noch oft, sondern das effektiv korrekte Starten wird so aussehen, dass ich im Grunde genommen hüftbreit die Position einnehme und dann drehen wir den Fuß aus, drehen jetzt das Gewicht langsam verlagern auf die Kante des Boards. Hier drehe ich langsam die Zehen ein bisschen das Gewicht verlagern. Jetzt kommt die ganze Geschichte in die Balance. Ich warte ab, bis ich die Balance habe. Und sobald ich die Balance habe, drehe ich das Ganze rein. Die Hände die bleiben immer davor gestreckt. Was man oft sieht, und das wird am Anfang so sein, es ist auch okay, wenn ihr unsicher seid, dass ihr euch hier hebt und grundsätzlich euch mit Hilfe vom Band, von dem Gegenstand in die Balance führt. Aber das Ziel wäre, dass man wirklich von alleine aufsteigen kann, in die Balance ruhig halten kann und so balanciert. Als zweite Übung, sobald man das einmal hat, das Auf- und Absteigen, wird die Balance halten und nach vorne schauen. Also die meisten schauen stetig so abwärts, das ist auch normal. Das ist so das Fixieren von einem Punkt. Aber das Ziel wäre nach vorne. Licht in den Knie, Oberkörper aufrecht und das Gesäß nicht nach vorne drücken. Das heisst, ich aktiviere jetzt an und für sich die ganze Rumpf und untere Extremitäten. Die Arme bleiben hier vorne. Als nächste Übung oder Werkzeug, um das Ganze ein bisschen zu steigern, wäre mit dem Blick. Das heisst, ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, ich spüre, wie das Ganze sich anspannt und über den Kopf. Das ist das Schwierigste. Schön ruhig und wieder zurück. Das werdet ihr dann merken, wie das Ganze sich bewegt. Weil man eben nicht gewohnt ist, Richtungsänderung mit dem Kopf. Das ist eine Koordination. Und dann als quasi Kräftigung fangen wir an, uns über die Beine stärken, das heisst Knie beugen. Beugen wir langsam in die Tiefe, Oberkörper bleibt aufrecht. Gehen wir nur so weit, bis sich das Ganze stabilisieren kann und wieder zurück. Je sicherer ich werde, umso tiefer kann ich gehen. Und das Ziel wäre, möglichst tief, aber nicht reinhocken, dann wieder zurück. Und das Ganze, wie bei allen Elementen, mindestens 5 Minuten durchführen, ohne dass ich Pause mache. Das hat der Vorteil, dass ich ausdauernder werde. Das hat den Vorteil, dass ich schnell die Balance beherrsche. Und hier auch, dass ich das ganze Mentale, die Konzentration verbessern tue.
Weitere Steigerungen gibt es dann mit Positionswechsel oder ich könnte dann auch Gummi wegnehmen, aber dann erst, wenn ich wirklich, wirklich ganz sicher bin. Somit wünsche ich euch viel Erfolg und hohe Konzentration.